Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included. Wir werden jetzt hier weiter erstmal umbauen, denke ich mal. Das ist das sinnvollste Moment. Und wir müssen uns noch einen Kopf darüber machen, wie wir das hier halt richtig automatisieren. Das Weitere ist, wir müssen uns dann halt überlegen nochmal, wie wir dann auch dafür sorgen, dass die ganze Geschichte natürlich vollautomatisiert hier funktioniert. Da habe ich mir schon ein bisschen Kopf drüber gemacht. Der Punkt ist ja im Endeffekt, solange das hier offen ist, sollen ja die auch offen sein. Schließen sollen die sich allerdings nur, also sie brauchen sich ja nur schließen, kurz nachdem die sich geöffnet haben. Das heißt, wir können im Endeffekt hier einen Öffnungsmechanismus über das gleiche Kabel, denke ich mal, laufen lassen. Probiert habe ich es noch nicht. Ich mache das einfach so. Wir werden jetzt ein bisschen was probieren. Wenn ich es partout nicht hinkriege, kann ich ja in dem OBS die neue Pause-Funktion und kann dann notfalls in Ruhe rumprobieren. So, also. Um sozusagen einen zeitlichen Abstand drin zu haben, habe ich mir das so überlegt. Wenn die das blaue Signal kriegen, muss hier ein rotes Signal reingehen. Und Sekunde. So, also das funktioniert ja hier soweit gut. Aber das Problem ist, hier oben bleiben Sachen liegen. Das stört. Ich weiß halt nicht so genau, woran das liegt. Möglicherweise ist das Problem, dass wir nach oben einen größeren Abstand bräuchten. Jetzt ist die Frage, wie kann ich das beheben? Ich meine, wir könnten das Ding etwas tiefer setzen. Dann könnten wir das Ganze... Oh mein Gott, da müssten wir das Ganze eins tiefer versetzen. Okay, passt auf, machen wir das so. Ich versuche jetzt an der Automatisierung zu arbeiten, dass wir die automatisch hinkriegen. Und dann werde ich das wahrscheinlich außerhalb einer Aufnahme eventuell komplett einfach eins runter versetzen. Dafür habe ich meiner Meinung nach sogar eine Mod installiert. Oder habe ich die nicht installiert? Kann sein. Ich habe sie installiert, aber möglicherweise nicht aktiviert. Da kann man im Endeffekt eine Blaupause kopieren. Wenn ich das mache, zeige ich das dann nochmal. Dann könnten wir das dem Teil hier einfach kopieren, eins nach unten versetzen, das obere, den oberen Teil abreißen. Das gucken wir dann. So. Die Türen hier unten, die müssen eigentlich auch abgerissen werden. Da können normale Blöcke hin. So. Wir könnten alternativ natürlich auch die Bunkertüren hier oben hinsetzen. Müssten wir ein bisschen weiter nach außen setzen. Weil der ja eigentlich hier in die Richtung weitergeht. Hätte auch den Vorteil, dass wir dann mit dem Regolith, was hier liegt, dann keine Probleme mehr hätten. Und damit hätten wir ja dann auch eine Erhöhung sozusagen, dass wir die Bunkertüren auf die Höhe setzen. Wahrscheinlich das Einfachere für uns. Die Frage ist, haben wir dafür genug Stahl? Ich meine, wie viele Türen bräuchten wir mehr? Eine Tür mehr? Die würde dann auch den Block mit einschließen. Und hier hinten, wenn wir über die Schräge gehen, reicht uns wahrscheinlich auch eine Tür mehr. Das heißt, würde sogar passen, wir hätten genug Stahl da. Das klingt doch gar nicht schlecht an sich. Dafür müssten wir natürlich einen Bauzugang hier oben schaffen, nach Möglichkeit. Bis wohin, hatte ich jetzt gesagt? Bis hierhin. Dann würde ich sagen, hier bauen wir einen Zugang. So, dann kümmern wir uns jetzt aber mal erstmal um die Automatisierung. Das heißt für uns, wir werden hier... wie mache ich denn das am besten? Moment. Also ich will hier im Endeffekt einen Puffer dabei haben und eine Negation. Machen wir das so. Dann wird hier eine Negation reinkommen, von hier nach hier. Und hier kommt der Puffer rein. Das Ding, kann ich das noch um einen nach links versetzen? Ja, wenn ich hier noch einen hinbaue, kann ich den auch noch mal um eins nach links versetzen. So.
Das ist jetzt natürlich ungünstig. Die Türen schließen sich jetzt, weil ich die Automatisierungskabel nicht zuerst fertig gebaut habe. Macht leider Sinn. Okay, das bedeutet für uns automatisierungstechnisch, wir hätten nicht einen Puffer, sondern ein Filtergate. Es soll nämlich die Zeit verlängern. Aber wir hätten es sogar direkt hier hinsetzen können. Aber ich glaube, so sehe ich es besser. Und ein Nichtgatter hierhin. Ich muss, wenn es so einfach ist, bin ich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Das heißt, jetzt im Moment würde das Ding hier ja einfach ein Signal senden, das sagt, hey, bleib mal offen. So, mal gucken. Wenn das so easy funktioniert, ne? Wir brauchen vor allem die ganzen Schaltungen hier unten alle gar nicht mehr. Ich meine, gut, die waren jetzt in erster Linie sowieso nur für die Türen hier unten. Und die Türen haben wir ja tatsächlich nicht mehr. Shift F2, so. Ich muss das ab und zu ansagen, leider, was ich mache. Mein Kopf funktioniert manchmal so. So, komm. Dann müssen wir hier jetzt die Leitern hochbauen. Auf welche Höhe haben wir das? Hier auf dieser Höhe. Es wird gerade gespeichert. Kopieren, so. Das wäre dann hier so. Zack. Einfach damit wir noch einen Zugang haben von der Seite. Okay. Wieso ist hier noch zu? Hä? Was ist hier passiert? Wieso die Gatter weg? Oh nein, die haben sich aufgelöst. Oh Gott. Oh nein. Schiete. Das ist ja... Oh nein, wir müssen die alle abreißen. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, passt auf. Ich gebe mal rasch den Abrissbefehl außerhalb der Aufnahme. Sekunde. Okay, da bin ich wieder. Weil ich dachte mir jetzt, ich musste die alle von Hand anklicken. Ne? Das war super nervig gerade. Also das Problem, was passiert ist, vermute ich mal, das ist hier einfach zu heiß geworden. Das Problem ist, Blei hat eine Schmelztemperatur von irgendwas 269 Grad oder sowas. Confined. Warum seid ihr confined? Ihr könnt gar nicht confined sein. Wieso solltet ihr confined sein? Okay, Moment. Vielleicht seid ihr gar nicht diejenigen. Doch, doch. Warum seid ihr confined? Ihr kommt doch alle hier hin. Wo ist das Problem? Ist das hier nicht verbunden? Das kann sein. Das kann sein, dass das hier nicht funktioniert. Sekunde, dann müssen wir das hier nochmal umbauen. Ja, die nehmen den nicht. Okay, gut. Dann den hier und den hier zerlegen. Ist okay, kriegen wir hin. Ja, dann brauchen wir eine Kopie davon. Die kommt hier hin. Und eine Kopie davon. Die kommt dann hier hin. So. Kann das mal kurz... Ja, sehr gut. Jetzt haben wir nämlich oben 8 Bewegungsplätze frei. Hervorragend. Okay. Gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich das, was wir hier haben, einmal vollständig kopieren. Gut, kopieren geht ja zum Glück schneller. Na komm, hier. So. So, unten fehlen jetzt noch welche. Hier habe ich anscheinend welche übersehen. Zerlegen. Dann werde ich da wohl irgendwas Falsches aus Versehen zerlegt haben, weil sonst... Nee,
Kabel sind nicht zerlegt. Sonst ist da auch nichts zerlegt. Sieht gut aus an sich. Keine Ahnung. So. Okay. Gut, soweit. Wie sieht's hier aus? Du hast noch einen Auftrag. Da ist jemand eingesperrt. Bitte mal auf Öffnen gehen. Sehr gut. So, also. Das momentan... Wieso hat das... Ah ja, das Nichtgatter sagt jetzt im Moment im Endeffekt einfach, hey, solange hier grün ist, soll hier ein roter rauskommen. Das stört uns aber nicht, solange das, die Filterzeit überschritten wurde. Dann gehen die nämlich auf. Das bedeutet, der einzige Moment, wenn diese Türen hier zugehen sollten, ist der Wechsel, wenn hier von einem roten Signal auf ein grünes übergegangen wird. Denn dann zeigt der hier ein rotes Signal. Und der hier zeigt noch kein grünes. Das ist dann der einzige Moment, in dem diese Türen sich hier schließen sollten. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wir müssen jetzt leider natürlich ein bisschen warten. Wir natürlich warten müssen, bis jetzt das funktionell ist. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Aber da kommen wir jetzt leider gerade nicht drum rum. So, da müssen wir hier die Türen halt drüber setzen. Müssen wir natürlich auch die Automatisierung hochsetzen, aber das geht ja dann relativ fix wahrscheinlich. Das sollte ja nicht so ein großes Problem sein. Das kriegen wir dann schon hin. Hat dann auch den Vorteil, dass wir uns sogar noch ein bisschen besser hier oben eventuell bewegen können. Wir müssen dann natürlich auch die Geschichte hier noch weiter nach links erweitern. Das kann ich dann schon mal vorbereiten, weil das muss ja dann bis hier hingehen. Und das muss dann im Endeffekt ja auch bis hier hingehen. Das heißt, ich muss das hier dann auch wahrscheinlich nochmal umsetzen. Ja, ja, werde ich müssen. Das kann ich ja dann schon mal vorbereiten. Das heißt, das Nichtgatter kommt dann hier hin. Das Puffergate. Das kommt dann hier hin. Die Automatisierungskabel gehen dann hier lang. So, bis dahin können wir es ja schon mal vorbereiten. Oben ist die... Habe ich schon alles kopiert? Genau. Muss ich das unten auch noch alles hin kopieren? So. Zack. Ich kopiere jetzt hoffentlich gerade das Richtige. Ein Puffergate, ja. Okay. So, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Obwohl, ja, hier oben liegt halt jetzt Blei rum und kein Kupfer. Das heißt, sie können das natürlich auch nicht so schnell dafür nutzen. Ist halt ärgerlich. So, was mit Lindsay? Du hast hier gleich fertig geforscht. Die Rakete haben wir komplett abgerissen. Eigentlich können wir dann auch das hier abreißen, meiner Meinung nach. Weil die Chose nutzt uns nichts mehr. Hier haben wir jetzt Dampf, von dem ich nicht weiß, wie ich ihn nutzen sollte. Keine Ahnung. Wir könnten theoretisch der Einfachheit halber ja, also eigentlich brauchen wir auch das Wasser und alles hier dann nicht mehr. Mal gucken. Kann ich das vielleicht irgendwo unterbinden? 6? Dass ich einfach sage, hey, das brauche ich hier nicht mehr. Wenn wir einfach das Rohr hier mal wegnehmen. Den Rest können wir ja lassen. Dann könnte ich das restliche Wasser hier reinlaufen lassen. Dann haben wir Dampf. Oh. Was fange ich dann damit an? Ich könnte... Mal gucken. Ich denke mal drüber nach. Vielleicht. Ich würde den Dampf halt ungern verschenken, aber ich glaube... Die Steam-Raketen, ich dachte halt, die hätten noch eine Zukunft, die Steam-Raketen. Wieso ist oben schon fertig und unten noch nicht? Wahrscheinlich, weil der Auftrag früher rausgegangen war. Genau, das wird's sein. Okay.
Gut, gibt es irgendwelche anderen Baustellen, um die ich mich eventuell nochmal kümmern sollte? Ich könnte mir nochmal angucken. Shift 4? Shift 5? Shift 3? Shift 2. Dahin. Hier, das können wir uns nochmal angucken. Das läuft soweit. Die das hier ist auf weitestgehend durch. Aha, also die Menge hat sich auf jeden Fall ein bisschen reduziert. Das heißt hier ein bisschen, ganz schön reduziert, ne? Wir haben hier kein Öl mehr drin. Wir hatten hier unten, wenn ich mich nicht irre, 3 Fässer voll mit Öl plus die Batterie, die ihr auch nochmal reingepumpt haben dürfte. Und das ist alles weg. Okay. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. So, hier gehen wir das Risiko ein und benutzen als Waterlog tatsächlich Öl. Ist nicht das Perfekte, absolut nicht. Liegt hier irgendwo Baumaterial rum? Kein Schnee. Abyssalite kann ich nicht benutzen. Hier liegt nirgendwo Baumaterial rum, ne? Gut, dann nehmen wir Granit. So wie hier auch. So. Wir müssen das hier zubauen, bevor ich sicherheitshalber zubauen, bevor ich hier das Öl reinfülle. Und ja, ich hoffe mal, dass das Öl einfach so hoch ist, dass das die Ausbrüche des 500 Grad heißen Dampfes nicht so problematisch werden. Da hoffe ich jetzt einfach mal drauf. Und ich meine, wir könnten hier dann nochmal eine Luftschleuse hinsetzen, sodass auch noch weniger durchkommt. Oh, Moment, der hier macht gar keinen Sinn aus dem Material. Der hätte ich gerne eigentlich Keramik. So. Okay. Dann können wir da Öl reinfüllen. Das wird relativ schnell gehen, weil hier unten ja die Ölpumpe ist. Sollte nicht so das Problem sein. Achso, hier habe ich den Brutschrank, falls ich noch mehr von den... Was ist das hier? Kompaktpuftle! 3 Stück! Ja, fantastisch! Brüten kontinuierlich. Jawoll, ja. Habt ihr schon Strom? Ihr habt auch schon Strom. Perfekt. Hohe Priorität, bitte. Also leicht erhöhte. Wie lange braucht ihr noch zu brüten? Sie sind bei 31%. Also zumindest der eine. Der letzte, der nicht aufgehoben wurde, ist bei 19%, 7% pro Tag. Bis dahin sollten die hier dann durch sein. Ei fühlt sich behaglich. Nice. Sehr, sehr gut. Jetzt. Ah, das ist so süß eigentlich, wie die diese Eier umarmen und dann bekommen die dadurch den Bonus. Das ist so nice. Es gibt übrigens hier nochmal eine Automatisierung, eine lustige. Man gibt eine sehr hohe Priorität darauf und lässt die nur eine Stunde am Tag am Stromnetz tatsächlich. Dann kann man den Effekt ausnutzen sozusagen, dass man sagt, hey, die sind nur für eine Stunde am Tag am Stromnetz. Und in der Zeit muss sie dann den Lullaby machen, also das Einschlaflied. Und das hat dann den lustigen Effekt, dass also im Endeffekt dieser Lullaby, dieses Einschlaflied kann nur gemacht werden, während die tatsächlich 50-50 und wir haben 2-mal blitzblank Puff bekommen. Wie wahrscheinlich war das denn? Oder eher wie unwahrscheinlich? Phosphoritköder, nein, wieso ein Phosphoritköder? Könnt ihr das mal zerlegen? Ach, ich muss das wahrscheinlich beim Bau des Köderarms festlegen, was ich damit anlocken möchte. Ja, hier. Das heißt, Oxylit wird wahrscheinlich sein für die Oxylitpuffs. Ja, das macht Sinn. Ich frag mich, was man mit Diamant anlockt. Keine Ahnung. Also Phosphorit sind die, ne? Die Schweber, dann wird Schleim für die Puffs sein. Bleistein logischerweise für die, wie heißen sie? Kompakt
Nee, für die Blitzblank-Pufteier. Für Blitzblank-Pufts. Da bräuchte man halt eine. Auch eine Umgebung aus. Sag schon, wie heißt es? Chlorgas. Und für die hier halt eine. Ja. Sauerstoff. Perfekt. Das heißt, das funktioniert soweit gut. Wir werden mal gucken, ob wir tatsächlich hier eine extra Gasabzug reinmachen müssen. Eventuell brauchen wir das gar nicht, weil die reduzieren ja nur tatsächlich den Sauerstoff und sonst gar nichts. Verbrauchbares Erz, Oxylit. So. Prima. Da müsste das hier drinnen gespeichert werden, sobald ich dem hier erlaube. Verbrauchbares Erz, Oxylit. Wir gehen mal auf Stufe 6. Und ich würde sagen, dann nehme ich hier das Oxylit raus. Oxylit rausnehmen. Verbrauchbares Erz, Oxylit rausnehmen. Okay, gut. Sehr schön. Dann wird das nämlich hier oben jetzt gebunkert erstmal. Meiner können 20 Tonnen rein, das wird eine Weile dauern. Und wir müssen hier oben natürlich noch Strom drauflegen. Oh, wir haben hier noch gar nicht die Menge an Strom, die ich bisher vorgesehen hatte. Gut. Sehr gut. Ändern wir doch mal hier kurz die Stromführung. So rum. Dann nehme ich die Spur nämlich weg, weil macht ja keinen Sinn, die zweimal dazu haben. Obwohl, das sieht auch doof aus. Warte mal. So. Kopieren wir hier nach unten. Gehen hier zur Seite weg. So, und dann kann ich die Spur hier aber trotzdem wegnehmen. So, und der hier muss natürlich hier noch mit ans Stromnetz ran, sonst haben wir die 2000 Watt hier drauf gar nicht. Das macht ja Sinn. Total. Okay, Shift 1, dann sind wir hier oben wieder bei den Raketen. Ist das hier jetzt soweit fertig? Ja, das sieht gut aus. Hier fehlt jetzt nur noch einer, weil hier habe ich tatsächlich anscheinend ein Kabel weggenommen. Kann mal das Kabel mit ganz, ganz toller Wichtigkeit mal angeguckt werden. So, an sich können wir das hier dann auch noch gleich fortsetzen, sehe ich gerade. Denn wir wollen ja hier noch mehr haben. So. So. Zack. 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 Und zack. Und ja, das vervollständigen wir dann später. Das ist nicht das Problem. So, dann fällt das nicht mehr hier runter, sondern fällt jetzt hier runter. Ist okay. So, und jetzt mal als Test. Das Ding hier schalte ich jetzt mal ab. Das spielt jetzt für uns keine Rolle mehr. So. Jetzt müsste ich eigentlich, um das Ganze zu testen... Das Problem ist, das dauert halt eine ganze Weile, das zu testen durch die Bunkertüren, die sich ewig lang schließen. Ach, mal gucken, wie wir das machen. So. Also im Endeffekt ist jetzt die Idee die. Also eigentlich sollte das funktionieren. Wir müssen jetzt halt eigentlich warten, dass ein Meteorschauer kommt, damit ich das wirklich sehen kann, ob es funktioniert. Ist ein bisschen doof. Gut, gucken wir so lange mal hier unten nochmal, ob das jetzt hier soweit funktioniert. Die sind bald ausgebrütet, das ist fantastisch. Das ist ganz, ganz großartig. Ich bin dann mal gespannt, welche Eier die legen können. Ob es davon abhängt, ob sie zum Beispiel auch mit einem Prinzen zusammen sind, ob wir tatsächlich halt versuchen müssen, hier irgendwie einen Prinzen mit drin zu halten. Oder ob es halt davon abhängt, dass sie, hier ein Prinz mit drin sein muss oder ob sie einfach so halt sich dann nur noch untereinander vermehren, weil hier halt Sauerstoff ist, ob das halt von dem Luftgehalt abhängt. Aber wir hatten echt Glück, dass drei Kompaktpuffs dann gleich entstanden sind. Also, wow. Da waren wir wirklich lucky. Ich bin positiv überrascht. Ich wollte hier wahrscheinlich mal die Leiter wegnehmen. Für den Fall, dass die hier nochmal ein Acorn produzieren.
So, macht nämlich Sinn. Ja, wir müssten dann eventuell auch den Tieraussetzer umsetzen. Oder wir bauen hier was anderes an. Wir könnten hier was anderes halt anbauen, ne? Zum Beispiel... Ja, welches Ei könnten... Was könnten wir ihnen denn bringen für einen Samen? Wir könnten ihnen... Zum Beispiel... Keuchwurz macht keinen Sinn für mich. Pilzspur macht hier auch keinen Sinn. Mehlholz. Lassen wir dem doch mal hier einen Mehlholzsamen einpflanzen. So. Danach verbieten wir das wieder. Jetzt liegt hier etwas Mehlholzsamen. Wie viel? 196 nur. Ist ja quasi gar nichts. Nein! Verdammt. Okay. Samen. Mehlholzsamen. So. Hast du die jetzt eingeschnappt oder nicht? Nee, es war ausgelöst worden, aber es war ja keiner mehr da. Okay. Kommt schon. Jetzt warte ich hier darauf, dass tatsächlich mal ein Meteoritenschauer kommt. Jetzt kommt keiner. Wie toll. Passt auf. Dann pausieren wir hier ganz kurz nochmal die Aufnahme und warten auf einen Der Meteoritenschauer kommt. Fantastisch. In dem Moment. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kann jetzt natürlich noch bis zu 200 Sekunden dauern, bis der halt da ist. Für uns natürlich deutlich kürzer, weil wir auf höchster Geschwindigkeit sind. Aber da beginnt der Meteoritenschauer, sehr gut. Der sollte nicht zu lange dauern. Ich glaube, die dauern auch so in der Regel so um die 200 Sekunden. Also gute anderthalb Minuten. Nein, dreieinhalb fast. Okay, nicht ganz das Material, was ich halt gehofft hätte, weil dann sieht man das mit dem Regulars besser. 5 Sekunden sollte ja eigentlich reichen, damit die sich einmal alle komplett schließen und einmal alle wieder komplett aufgehen. Reicht nicht, weil hier die Zeit falsch eingestellt war. Einstellung übertragen. Ja, und damit hat es nicht funktioniert. Okay, aber von der Idee her hat es anscheinend funktioniert. Die Tür ist kurz zugegangen und das wäre jetzt halt durchgehend zugegangen. Nein, das ist falsch. Ich will ja, dass die Türen eigentlich zugehen, nachdem der aufgegangen ist. Und... Und dann kurze Zeit danach aufgeht. Okay, ich muss es mir nochmal angucken. Ich denke, wir werden mit doppelten Puffergates arbeiten müssen. Beziehungsweise mit Filtergates. Das heißt, wir werden damit arbeiten, dass wir sagen, hey, die Dinger brauchen ja etwa 32 Sekunden oder sowas, um sich zu öffnen. Sagen wir mal 40 Sekunden. Dann werde ich hier wahrscheinlich einen Puffer einbauen, der sagt, hey, halt das Ganze für das blaue, das grüne Signal für 40 Sekunden zurück. Dann kommt das grüne Signal durch ein Nicht-Gate, schließt die Türen nach etwa 40 Sekunden, also nachdem diese sich geöffnet haben. Und das hier bekommt da, dieser Filtergate bekommt dann einfach einen 50 Sekunden Delay. Das heißt, 10 Sekunden nachdem das erste ein rotes Signal durch das Nicht-Gate dann erzeugt hat, kriegen sie dann von dem das grüne Signal. Ich glaube, so sollte das funktionieren. Wir müssen dann halt mit der Zeit spielen, wie lange genau schließen sich diese Türen und wie viel Spielraum möchte ich dazwischen haben. Aber prinzipiell sollte das funktionieren. Ich denke schon. Wir werden das sehen zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Und jetzt erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao. Euer Sunny.